Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben an diesem Lager. Ich sehe da Fälle. Ich höre Geldmünzen rollen. So, hier ist ein Dunkelpilz. Immer gerne gesehen. Oh, ein Trank habe ich da unten drunter gesehen. Danke. Schön unterm Bett versteckt. Der hat sich, also der hier war, hat sich definitiv mal einen Stängel Sumpfkraut gegönnt. Hat sich auch hier schön gemütlich gemacht. So, ich brate jetzt erstmal unser Fleisch. Hier haben wir wieder so eine geile Pfanne, die so schnell geht. So, und ein netter Zuschauer hat mal gefragt, wie ich das hier mit dem, wie ich das hinbekomme, wie ich das Fleisch so schnell braten kann. Also ich halte die ganze Zeit mit der linken Maustaste gedrückt und drücke ununterbrochen W. What the fuck? Erdbeben hoch 10. Ich habe es ihm zwar schon längst geschrieben, aber für nochmal, für alle anderen, die es nicht wissen. So, unser Held backt uns gerade hier weg, ne? Sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Also Fleisch über die Wiese braten gehört auch zu meinen Aktivitäten draußen. Und auch das Fleisch nicht komplett in der Hand haben, sondern dass es so einfach mal so schweben tut. Das ist auch so das, was ich richtig geil finde. Ist auf jeden Fall allerliebst, ne? So, das war's mit dem Fleischbrutzeln. Meine Hand tut gerade so blöd weh. Was ist denn da los? So, aber erstmal gehen wir jetzt... Ne, warte mal. Wie ungründlich bin ich denn jetzt bitte? Wow, die Sonne war gerade ganz schön hell. Vielleicht ist ja noch irgendwas. Hä? Wieso qualmt es da oben? Ich glaube, da wurde das... Dieser Qualm wurde falsch platziert oder... Ey, was geht mit der Sonne? Gerade backt hier alles immer ein bisschen rum, ne? Da ist auch ein Dunkelpilz. Da hat sich das Zurückgehen doch schon mal gelohnt. Da hinten scheint nichts mehr zu sein. So, und dann gehe ich jetzt mal in die Höhle. Oh, ein Weidenbogen und ein paar Pfeile. Cool, können wir schön verticken, falls wir den Weidenbogen zweimal jetzt haben. Ich glaube ja. Korrekt, da ist er. Sind nochmal so 40, 50 Goldstücke, die wir dann dazu bekommen. Gar nicht mal so schlecht. So, mal schauen, was uns jetzt hier in der Höhle erwartet. Ich meine ja ein paar Goblins. Ich kann mich aber auch vertun. So, Armbrust gezückt und wir sehen schwarze Goblins. Speichern wir mal direkt und ich nehme einen Schluck. Ah, leckeren Eistee. Oh Gott. Da backt er sich da am Stein fest. So, zack. Nein. So. Diesen Geschichte. Boah, hier regnet es auch gleich wieder richtig Erfahrungspunkte. Das waren jetzt schon 240 Erfahrungspunkte. Boah, 20 Goldstücke. Geil. So, dann essen jetzt mal die Dunkelpilze. Wie viele haben wir denn? Nur zwei oder? Ja, schade. Egal, besser als nichts. Essen wir hier noch den Heilkraut. So, was wartet denn da auf uns? Das sieht ja richtig gruselig aus. Vielleicht auch ein paar Skelette oder irgendwie sowas. Da hinten ist eine Steintafel, Freunde. So. Pam, du bist Geschichte und du... Nein! Auch. Ja, ich glaube, da hinten sind auch Minecrawler. Ich höre es auf jeden Fall so komisch zirpen. Ich glaube, da kommen noch ein paar. Kann das sein? Ja, oh mein Gott, schon wieder so ein Goblin-Krieger. Der ist auf jeden Fall eine Nummer hart. Ach, du Scheiße. Jetzt komm! Oh Gott, unser Held kommt gar nicht mehr zum Schluss, weil die uns dauer angreifen. So, aber ich glaube, das war's. Oh. Boah. So, und die Minecrawler, die können wir leider noch nicht besiegen, da wir, da fehlt uns ein gewisses Talent. Ich möchte nämlich die Crawler-Platten von den Viechern entfernen und die möchte ich eigentlich nicht so gerne dann besiegen. Und ist ja schon mal ein schönes Ding, dass hier Minecrawler sind. Das wusste ich gar nicht, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ich dachte, das wäre nur eine reine Goblin-Höhle hier. So, die haben aber schön Goldstücke mit, das gefällt mir. Haben wir den schon? Ist nichts zu okay. Nichts zu. Sie haben wie ein Helikopter manchmal, ne? Echt lustig. Boah, zweimal ein Lederbeutel. Geil. So, was ist hier? Eine Truhe. Eine Steintafel haben wir gerade auch gefunden. So, rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Oh Gott, rechts, links, links, rechts, links. Rechts. Jawohl. 100 Goldstücke. Boah. Und was ich gerade noch gesehen habe, wir haben 25 mal diesen ultra geilen Heiltrank. 57 mal den hier. Können wir direkt zweimal schlürfen. Nehmen wir hier noch den Blauflieder direkt hinterher. Perfekt. Wir haben 298 Lebensenergiepunkte, fast 300. Und hier sind wieder ein paar Dunkelpilze.
Malerbonus, ich höre dich schon in meinem Ohr klingeln. So, wir sind jetzt bei 5 Minuten. Da habe ich mal kurz auf mein Handy geschaut. So, ist hier vielleicht noch irgendwo eine Steintafel? Irgendwo hier müsste, glaube ich, noch eine sein. Aber ich glaube, die ist bei den Minecrawlern. Und da gehe ich dann erstmal nicht hin. Okay, die Goblins haben sich hier wieder was Schönes zusammengeklaut. Kennt man ja von den diebischen kleinen Goblins. So, was ist hier Schönes drin? 11 Pfeile. Wow. Sehr schön. Oh, die ist sogar offen. Ein Dolch und 32 Goldstücke. Immer gern gesehen. Also die Goldstücke. So ein Dolch ist jetzt nicht so viel Gold wert, ne? So, dann mache ich mal kurz die Lederbeutel auf. Die sind hier. Ja, nur 25er. Schade, aber besser als nichts. Nochmal 50. Das ist dann wieder nur Apfeltabak. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt nicht in den anderen Seitengang. Weil jetzt ein paar Erfahrungspunkte einfach mal so, die wir mitgenommen haben. Und ich glaube, wir haben noch nicht Crawler-Platten genommen, oder? Also, dieses Talent gelernt. Greifzangen, Zähne, Hörner und Fell. Nein, schade. Und dieser Lehrer ist, glaube ich... Da ist wartet mal, ich glaube, wir finden gleich einen Lehrer. Boah, kann man hier irgendwo schlafen? Das wird ganz schön dunkel. Aber ich glaube, hier können wir nicht mehr schlafen. Schade. Das ist ärgerlich. Es gibt hier, glaube ich, nirgendwo eine Möglichkeit zu pennen. Und im Dunkeln will ich hier nicht rumlaufen. Denn dann kriege ich erstens richtig Schiss. Und zweitens könnt ihr nicht so viel sehen. So, und hier ist, glaube ich, noch eine Steintafel. Alter, wir haben jetzt innerhalb von 2 Gothic-Folgen bestimmt so um die 10 Steintafeln gefunden. Nice. So, hier ist es ja auch schon richtig krass dunkel. Ich glaube, da unten warten ein paar Riesenratten auf uns. Genau, da sehe ich sie schon. So, aber die Atmosphäre hier unten auch, ne, mit den Fackeln so an den Seiten. Richtig cool gemacht. So, die Riesenratten machen wir mal eben fertig. Sind nochmal gute 100 Erfahrungspunkte. Nichts zu holen. So, ist hier vielleicht irgendwo noch was? Hier kann immer mal wo was versteckt sein. Ein Trank oder sowas. Vielleicht auch eine Steintafel. Oder Riesenratten. Boah, ist aber auch richtig dunkel hier, ne? Pam und pam. Wohin ist das Ding gerannt? Oh, wie eklig das Ding läuft. Ich finde das irgendwie eklig, so eine fette Ratte, ne? Also das will ich... Ich hasse ja schon so kleine Ratten, ne? Die sind ja echt so ein bisschen eklig. Aber wenn die so fett sind... Boah, noch eine Steintafel. Also stellt euch einfach mal vor, ihr läuft draußen rum und euch läuft so eine fette Ratte über den Weg. Ich glaube, das möchte keiner von uns, oder? Okay, doch, es gibt Leute, die Ratten süß finden. Na, ich finde die jetzt auch nicht so widerlich, aber so eine fette ist definitiv echt nicht so was Schönes, ne? Goblin-Skelette. Da ist nichts zu holen. Also, das ist jetzt schon das vierte Mal oder so, dass meine Mama heute reinkommt, wenn ich im Aufnehmen bin. Ich sag vorher immer Bescheid, aber dass man dann trotzdem reinkommt. Und dann ist es manchmal nur irgendwas Unwichtiges, ne? Also, das ist schon ein bisschen nervig. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Ihr habt wahrscheinlich gerade die Türklinke gehört, aber ich möchte nicht unbedingt die Aufnahme jetzt nochmal neu machen oder sonst irgendwas. So, die Goblin-Skelette kriegen wir vielleicht kaputt. Oh mein Gott, das sind 2. So, da muss jetzt ein Volltreffer her. Fuck, jawohl, da war er. Da war der nächste. Ja, die machen gut Schaden, schaut mal. Oh Gott, da sind ja 2. Mist, Mist, Mist. Jawohl. Und 600 Erfahrungspunkte, danke. So, ich hoffe, es hat euch gerade nicht gestört, dass ich da auf einmal ruhig wurde und ihr eine Türklinke wahrscheinlich im Hintergrund gehört habt, aber das kann ja immer mal passieren. Ich hoffe, ich meine, ich finde es natürlich besser, wenn sowas nicht ist, aber es kann immer mal passieren, dass man gestört wird, aber da kann man dann auch leider nichts dran ändern. So. Dann gucken wir hier mal, was noch hier auf uns wartet. So, das kriegen wir auf der anderen Seite auf. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir dafür irgendwas brauchen. Da ist auf jeden Fall ein Teleporter, wie ihr gesehen habt. So, und mir fällt gerade ein, fuck... Hier kommt ja gleich eine Zwischensequenz. Da muss ich einen kurzen Cut machen, glaube ich, an dieser Stelle. Ja. Ja, da muss ich... Dann gehen wir kurz hier hin. Da mache ich gleich dann einen kurzen Cut. Vorher sage ich aber nochmal Bescheid. Ich weiß, an welcher Stelle das kommt. Und... Ja, dann...
Ist ein bisschen ärgerlich, ihr wisst ja, ich muss die Videos zusammenschneiden und das wird wieder ein Haufen Arbeit. Das war so schwierig mit dem ersten, mit dem allerersten Part. Aber da kann man nichts dran ändern. Alter, das ist ja eine Steintafel. Ich glaube, die habe ich mein Leben lang in Gothic übersehen. Ich glaube, ich habe hier noch nie diese Steintafel eingesammelt. Geil. Boah. Ah, ist das ärgerlich, dass ich da wieder ein, dass ich das so, dieses Video einfügen muss. Das wird richtig schwierig. So. Gleich ist es soweit, wir reden nochmal kurz mit ihm hier. Der kommt uns doch bekannt vor, Saturas. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ja, das Gute ist, das Video kommt jetzt nicht sofort wie im ersten Part. Da musste man immer so Time auf Aufnahmestopp zu drücken. Hier ist das zum Beispiel zum Glück so, dass wenn man jetzt auf Ich klickt, dass dann erst das Video kommt. Das lasse ich jetzt einfach sein. Das wird einfach hier dran gepflanzt. Und ja, dann sehen wir uns danach wieder, ne? Die meisten von euch kennen ja, was passiert ist. Bei meinem Let's Play waren wir, glaube ich, noch nicht so weit mit dem, warum er sich gerade so aufregt. Aber zum Glück kommt gleich so eine kleine Zusammenfassung, kann man sagen, was wirklich passiert ist. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ja, also, bis gleich. Unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wahrscheinlich habt ihr jetzt das erste Wort von ihm nicht gehört, dass du, weil ich jetzt direkt wieder auf Aufnahme Start drücken musste. Das tut mir leid, ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ja, dann sagen wir einfach mal, ja, es war notwendig, ne? Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ja, gar nichts. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Alles klar, ja, ihr habt gesehen, wir können noch keine anderen Dialogoptionen anwählen, da wir hier eigentlich noch nicht hin sollen. Das kommt alles erst später auf uns zu, aber ich wollte ja einfach euch mal das hier zeigen. Und die Wassermagier, die werden uns gleich nämlich ein paar Informationen zu der anderen Welt geben, soweit ich das noch weiß. So, und ja, Riordian sollen wir ihn jetzt bringen? Ist er das? Ja. Hey. Ja, was machst denn du da? Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Aha, eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinis? Aha. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen.
Naja, mal schauen, was es denn da dann so zu sehen gibt, ne? Wie alt schätzt du den Bau hier eigentlich? Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Wow. Ja, Satoras wünscht dich zu sehen. Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Okay, und ich höre gerade, die Musik fehlt irgendwie. Wieder ein schöner Gothic-Bug. Audio, Musik erstmal auf aus und dann wieder an. Mist, es funktioniert nicht. Ja, dann müssten wir jetzt ohne Musik leider leben. Sehr ärgerlich. Also das finde ich echt schon ein bisschen schade. Eine sehr blöde Aufnahme. Ein bisschen, finde ich. Haben zwar ein paar Goblin-Skelette besiegt und einige Erfahrungspunkte gesammelt, aber... Oh. Womit denn? Okay, wir brauchen anscheinend hier doch einen Schlüssel für. Wo kriegen wir den denn her? Boah, das weiß ich ja gerade gar nicht. Und wenn wir hier raus wollen, wird es sehr, sehr dunkel werden. Ich habe gedacht, wir kriegen diese Tür auch ohne einen Schlüssel auf. Naja, dann reden wir ja hier mal mit den ganzen Typen. Leider ohne Selbst ist er da Musik. nicht drauf. Vielleicht gibt uns ja einer irgendwie einen Tipp, wie wir das aufbekommen. Einfach mal schauen. Wir klappern alle nochmal hier in diese Aufnahme ab. Auch wenn es dann ein bisschen länger dauert. Erzähl dir doch nichts Neues. Naja, fangen wir mal hier mit Medarion an. Hey. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Aha, was sind denn deine Aufgaben hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Aha, ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was für ein Zufall, dass genau in diesem Moment ein Erdbeben erscheint, ne? Ja, was weißt du denn über die Erdbeben? Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Okay, ja, was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Okay, der hat uns auf jeden Fall nichts über diesen Teleporter erzählt. So, wo ist denn der eine Magier hingerannt? Ah, hier ist er. Vielleicht kann der uns was über dieses Portal da sagen. Der steht ja auch schon so nah hier. So, na? Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Aha. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Okay, erzähl mir über diese Steinwächter. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich.
Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Ja, ihr habt gerade bestimmt gehört, wie ich den Satz so komisch ausgesprochen habe. Es ist ein bisschen blöd, hier seit 30 Milliarden Minuten nur Dialoge zu sprechen und man hat keine Ahnung, wie man da diese Tür öffnet. Und ich glaube, wir reden gerade vergebens mit diesen ganzen Typen. Ich muss hier einen kurzen Cut machen. In der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Hier müssten nur noch zwei Typen sein oder so, die hier stehen. Dann war es auch hier mit den ganzen Dialogdingern. So, ich mache hier einen kurzen Cut und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen verpeilt war, sag ich einfach mal. Aber so ist es ja öfter mal bei mir. Ich esse nochmal hier die ganzen Dinger und wie oft möchte der Typ dann noch hin und her laufen? So, dann reden wir mit Kronos nochmal. In der nächsten Aufnahme haben in dieser Aufnahme leider nicht viel geschafft. Muss ich ja an dieser Stelle sagen. Nur ein bisschen Goblins erledigt und das war's eigentlich schon. Naja, vielleicht kriegen wir es in der nächsten Aufnahme besser hin. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!